Hallo und guten Tag. Mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinauszuwachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Bejean-Impuls. Heute geht es um das Thema Meeting-Regeln. Sowohl in Coachings als auch in meinen Führungsseminaren werde ich zusehends angesprochen auf das Thema, wie man in Meetings miteinander umgehen soll, inwieweit man Meeting-Regeln einführen soll und möglicherweise sich wie im Kindergarten an solche Regeln dann auch zu halten hat. Und ich glaube, der Hintergrund ist, dass wir immer mehr das Gefühl haben, dass uns Meetings den ganzen Tag nicht mehr selbstbestimmt arbeiten lassen und dazu führen, dass wir irgendwie nur gehetzt von einem Termin zum nächsten rasen. Wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, dann haben wir uns als Gesellschaft schon immer Regeln gegeben. Wir haben sehr früh angefangen, Gesetze aufzustellen und das war auch notwendig, weil die Freiheit des Einzelnen an der Stelle aufhört, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Und um das einzuhalten und das auch transparent zu machen, um nach gleichen Regeln zu spielen, zu leben und Gesellschaft zu betreiben, sind eben solche Gesetze in der Vergangenheit nötig gewesen. Und ich glaube, dass genau dies der Grund ist, weswegen viele Menschen heute sagen, wir brauchen keine Regeln mehr. Wir haben das Internet, wir haben künstliche Intelligenz, wir haben demnächst selbstfahrende Autos. Also was sollen wir noch mit Meeting regeln? Und meine Überzeugung an der Stelle ist, dass dieser Ansatz tatsächlich nicht zielführend ist, weil das, was uns unser Betriebssystem an der Stelle aufgibt, was uns so ticken lässt, wie wir ticken, das ist eine Programmierung, die ist 60.000 Jahre alt und die tickt nicht in Zeitzyklen von 6 Monaten, 12 Monaten oder 24 Monaten. Und deswegen glaube ich, dass wir auch noch eine sehr, sehr lange Zeit Regeln tatsächlich benötigen, um unserem Betriebssystem an der Stelle, was wir hier eingebaut haben, gerecht zu werden. Und insofern bin ich der Überzeugung, dass wir definitiv Meeting-Regeln brauchen. Denn wenn Sie ein Spiel mit jemandem spielen und sich nicht vorher über die Regeln geeinigt haben, dann werden Sie spätestens in dem Moment, wo sich einer der Spieler vom anderen übervorteilt führt, in einen wie auch immer gearteten Diskurs ausbrechen und damit das Spiel dann möglicherweise auch beenden. Und damit bin ich an dem Punkt, dass ich sage, dass wenn wir uns Regeln geben, wenn wir Meeting-Regeln implementieren, dass wir auch tatsächlich darauf achten müssen, dass sich alle an diese Regeln halten und idealerweise zu Beginn eines Meetings, im Vorfeld eines Meetings abgestimmt ist, dass diese Regeln gelten werden. Und wenn dann Einzelne sagen, wir spielen da nicht mit, wir halten uns nicht an diese Regeln, dann muss man tatsächlich schauen, wie man mit diesen Menschen umgeht, weil am Ende können alle nur die mitspielen, die sich eben auch an die Spielregeln des jeweiligen Spiels oder des jeweiligen Meetings halten. Was können nun beispielhaft Meeting-Regeln sein? Immer wieder gern genommen wird das Thema Handynutzung, ja oder nein. Und für mich ist eine Frage der Wertschätzung, dass solange ein Meeting stattfindet, das Handy nicht gefüttert wird, nicht nur im Sinne der Ablenkung situativ durch das Schauen aufs Handy, sondern dem Grunde nach auch durch die andauernde Ablenkung, weil ich wenn ich eine Thematik übers Handy bekomme, ja nicht nur die Zeit brauche, um das zu lesen, sondern meistens dann noch mindestens eine halbe Minute brauche, um darüber nachzudenken, ja, wie löse ich das Thema denn jetzt? Und insofern ist meine geistige Abwesenheit nicht nur rein die Zeit, die ich brauche, um auf dem Display zu lesen und zu erfassen, was da steht, sondern auch tatsächlich um die Zeit, nach einer Lösung zu suchen. Und insofern wäre, wenn es nicht ausdrücklich notwendig ist, aus meiner Sicht ein Handyverbot, eine Handy-Nichtnutzungsregel sicherlich sinnvoll. Ein zweiter Punkt, den man aufstellen kann, ist, dass jeder nur eine gewisse Zeitscheibe redet. 5 Minuten maximal Redebeitrag und dann ist Schluss. Oder dass er sich auch nur ein- oder zweimal zum Thema melden darf, was dazu führt, dass Menschen, die einen hohen Redebedarf haben, sich möglicherweise überlegen, ob sie den in einer Rede abdecken oder in 10 Reden, in denen sie nicht zu Wort kommen, das Ganze versuchen dann zu sammeln.
Eine weitere Regel kann sein, dass nicht nur die Agenda im Vorfeld eines Meetings verschickt wird, sondern auch die Zielsetzung, was soll erreicht werden mit dem einzelnen Agendapunkt, sodass alle Teilnehmer wissen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll. Dann kann man die Regel einführen, dass festgesetzte Meetingzeiten um maximal x% oder Minuten nur überschritten werden dürfen und danach alle Teilnehmer das Recht haben, das Meeting zu verlassen, weil sie noch andere Agendapunkte in ihrem Tagesplan haben. Also das sind ein paar Regeln, die Sie aufstellen können. Aus meiner Sicht macht es keinen Unterschied, ob diese Regeln, wenn sich alle dran halten, wenn sich alle dazu committed und einverstanden erklärt haben, ob diese Regeln nur in einem persönlichen Meeting gelten oder in einem virtuellen Meeting, in einem Meeting über Skype, über Distanz. Das spielt dann für mich keine Rolle. Und dem Grunde nach sind es tatsächlich auch alles Punkte, die wir im Sinne der Wertschätzung unseres Gegenüber sowieso anwenden sollten. Gut, aber manche Menschen brauchen halt das Ganze noch einmal schriftlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Durchsetzen, beim Generieren und beim Durchsetzen Ihrer Meetingregeln und ich wünsche Ihnen damit schnellere, kürzere und effizientere Meetings. In diesem Sinne eine gute Zeit und ich freue mich auf Ihr Feedback gerne per sozialen Medien, per E-Mail oder auch im persönlichen Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.